Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, und zwar heute mit Techtopia. Wie ihr aus letzter Folge wisst, haben wir ja ein bisschen so, habe ich euch ein bisschen was gezeigt, was Neues war. Das mache ich jetzt in diesem Video auch. Es ist, sagen wir mal, sehr viel dazugekommen. Hier zum Beispiel stehen wir gerade vor dem Eingangsbereich. Der hat sich, es gab noch keinen Eingangsbereich. Ich habe jetzt vieles geändert hier. Mehr dazu gebaut. Hier steht jetzt herzlich willkommen in Gold Town. Das ist Gold Town, habe ich es genannt, getauft, keine Ahnung. Warum auch immer. Und es gibt sehr viel zu sehen und ich nehme euch jetzt mit in diese schöne Welt. Das Tor ist geöffnet und man kann es auch wieder schließen. So. Damit ja auch keine Zombies oder so reinkommen. Hier sind wir erstmal in einem kleinen Marktbereich. Es gibt 4 Stände bloß und hier können sie traden, also kaufen, Sachen oder so. Hier seht ihr jetzt das ganze Reich, also wir haben viel zu erkunden. Hier sind, habe ich 2 Windräder hingebaut. Hier können die Farmer ihr ganzes Getreide erstmal ernten. Also es läuft bei denen. Hier sind die ganzen Baracken. Es gibt bloß 2 hier erstmal und es gibt woanders dann nochmal 2. Damit die Wachen überall erstmal aufpassen können. Das ist ja die Taverne, die steht schon, ist Urgestein hier. Steht schon lange. Hier ist einmal ein normales Haus wieder. Hier sind die ganzen Tiergehege und so. Es gibt bloß die 3. Da ist jetzt noch das Schweinegehege. Lol. Haben wir bloß ein Schwein? Krass. Naja, wir sind nicht so, wir geben einfach ein Schwein dazu, damit es nicht so alleine ist. So. Gut, das ist deren Schwein. Wenn man hier so reingeht, dann leuchtet das, wenn es von denen ist. Also es ist von denen. Wenn man hier reingeht, sieht man es jetzt da. Ja, alles von ihm. Also das machen alles die ganzen Bauern hier, so wie hier. Hier auch. Und hier auch. Hier ist einmal der Fleischer. Hier geht es in die Mine runter, die habe ich jetzt nichts geändert, also das ist so wie beim letzten Mal. Hier muss ich nochmal ein bisschen was ausbauen. Was davor habe ich ein bisschen gebaut. Da steht wieder etwas rum. Hier das alte kleine Lagerhaus. Vom Anfang noch. Ist halt alles gefüllt mit sehr wertvollen Items. Habe ich nicht gemacht, das ist alles von den Bauern hier, so wie Eisenerz. Alles was grün leuchtet ist von denen. Hier ist zwar jetzt nicht grün, aber es ist auch von denen. Das ist alles hier von denen wieder. Alter Schwein. Hier sind nochmal ein paar Felder. Hier ist die Bibliothek. Alter Schwede, hier sind auch ganz schön ein paar am Lesen schon. Wie viel hat der jetzt? Und Intelligenz 47. Und Effizienz 3 Hacke mit Glück 1 und halb. Alter Schwede. Also die tun sich hier ihre. Also die machen ihre Sachen ganz allein hier. Ich mache hier gar nichts. Ich baue nur die ganzen Häuser. Ich habe viel zu viel zu tun. Hier ist das andere Lagerhaus. Wenn ich es verlege. Also ich habe das verlegt. Ich habe hier noch eins dazu gebaut. Die füllen das auch schon sehr fleißig. Alter Schwede, das kommt anschoben. Also Essen haben sie sich hier genug gemacht. Schwerter haben sie auch genug. Essen ohne so, wie man sieht. Alter Schwede. Also Redstone. Oh, komm mal. Es gibt Holz hoch irgendwo. Wolle. Wolle haben wir genug. Und Kohle auch. Ah, hier ist das ganze Holz. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Meine Fresse. Hier ist noch eine kleine Scheune. Habe ich mit dem Strohdach mal gebaut. Das ist auch mal was anderes. Hier steht eine Schalke. Verschiedene kleine Sachen, wenn man irgendwas braucht. So, ja. Das sind die 2 großen Windmühlen, wo sie sich ihr Essen machen. Wir fliegen mal ein bisschen jetzt hier rum. Das meiste kennt man ja hier. Hier steht einmal noch eine Baracke. Hier können noch 3 neue Krieger rein. Hier ist das neue Chefsgebäude, also für die Köche. Hier ist ein Koch. Oha. Oh, der tut gerade Fleisch machen. Der neue kommt. Level 75. Boah.
Heilige Scheiße, sind die sehr krass. Da kommt der neue Schiff. Eine kleine Brücke habe ich dazu gebaut. Den Hafen will ich, glaube ich, nochmal ändern irgendwann. Hier habe ich nochmal ein paar Wohnhäuser hingeklatscht, weil ich habe viel zu viele Bauern jetzt da. Das ist halb, naja, eine andere Taverne noch. Das hier unten ist irgendwie von mir so ein Lager. Ich glaube, hier kommt noch ein Wohnraum rein für 4 Personen. Hier, Wohnungen. Wohnen. Hier ist die letzte Baracke, die vierte. Hier kann auch noch einer rein. Das ist sowas wie Luftschiffe so. Ja, hier bauen sie ein bisschen was drin und hier ist eh fertig. Damit sie sowas wie hier so rumfliegen können. Hier sieht man nochmal ein bisschen die Übersicht. Die Türme müssen noch alle ausgebaut werden, so wie die Mauern hier. Okay. Lol. Ja, das seht ihr. Es ist zu viel Kinder und so. Ich muss bauen ohne Ende diese Häuser. Ich sammle die Herzen irgendwann schon mal hier. Das ist das Hotel. Da habe ich einen kleinen Heißluftballon hingebaut. Da ist diese Burg, die aus dem anderen Video man noch kennt, aus der Premiere war das, glaube ich. Und das meiste, was hier so steht. So wie die Kirche kennt ihr ja. Und den Rest habe ich euch alles gezeigt. Jetzt kommen wir zu diesem etwas. Hatte ich Langeweile ein bisschen. Der Drache, ob der gut aussieht, das könnt ihr mir ja gerne schreiben in die Kommentare. Ob ich an dem was ändern soll. Der ist sowieso noch nicht ganz fertig hinten. Also die Flügel sollen noch breiter werden. Also, dass er nach oben noch hier so nach oben gehen, als wenn er jetzt da so sitzt und dann nicht fliegt. Hier so ein Portal, da soll dann sowas wie sein. Ihr könnt auch reinschauen, ob ich eine Geschichte machen soll über das Dorf mit dem Dorf. Jetzt fliege ich nochmal kurz hoch, um euch zu zeigen, wie es von oben aussieht halt, die ganze Arbeit. Also ist, ich finde es für mich in die Art und Weise, ich habe es cool gebaut. Ihr könnt mal gerne reinschauen, wie es euch gefällt. Es wird noch mehrere Sachen dazukommen, also es ist noch nicht ganz fertig. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.